Hallo meine Lieben, wir tun jetzt einfach mal so, als gäbe es die erste Aufnahme nie, denn oh Gott, ich habe schon mal aufgenommen und Fraps hat aber nicht aufgenommen. Willkommen zu einem kleinen neuen süßen Projekt, Yoshi's Island für den GBA. Ist das süß. Ganz viele bunte Yoshis, ein rotes und ein lilanes und ein pinkes und ein braunes und ein gelbes und ach, herzlich willkommen zu Yoshi's Insel, eine Paradies. Insel, wo all die Yoshis leben. Und da ist ein Baby vom Himmel gefallen und ja. Ein Baby, was vom Himmel fällt. Das ist natürlich logisch. Egal. Wir wissen ja, wo das Baby hin will. Also das Baby weiß, wo es hin will und deswegen wird das grüne. Nein, werden alle Yoshis das natürlich dabei helfen. Ach, ist das nicht schön? Diese Idylle und Romantik. Yoshis sind schon was Süßes. Und zwar werden wir erstmal den Anfangslevel machen müssen. Welcome to Yoshi's Island. Ach, Yoshi. Psst, psst. Ich kann das doch alles. Psst, psst, psst. Ja. So, wer sich's durchlesen will, kann das ja gerne tun. Ich spiele mit Gamepad. Das ist ein bisschen wackelig für mich, weil ich bin eigentlich nicht so die Gamepad-Spielerin, aber ich finde, das Spiel muss man mit Gamepad spielen, weil das sonst. Yay. Einfach nicht toll ist. Dass es einfach keinen idyllischen Sinn macht, so wie es da machen sollte. Also sind wir im ersten Level und Yoshi's Island und Level. Was? Das wollte ich gar nicht. Danke! Jui! 8 Level liegen vor uns in der ersten Welt. Und ich denke mal, die schaffen wir auch. Mega Extra Wax. Eier machen, Eier werfen. Das ist nichts Unbekanntes für einen Yoshi. Ja, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht anklicken. Ich wollte eigentlich dieses wunderschöne Mützchen haben. Und jeder, der schon mal Yoshi gespielt hat, weiß doch, wie man Eier macht. Hoffe ich zumindest. Und jeder, der Yoshi kennt, kennt auch das Prinzip der wundervollen Pust. Der wundervollen, was denn eigentlich? Ich hab's vergessen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Das Prinzip der wundervollen irgendwas. Bam, tot, bam, nach oben. Und ab in den Münzregen. Yay. Und ein Blumchen. Blumchen, Und weiter geht's. Ich habe auch übrigens beschlossen, dass ich nicht alles sammeln werde. Weil das viel zu anstrengend ist. Gerade jetzt, wo ich es mal wieder gespielt habe, fällt mir auf, es gibt andere Sachen, die ich dafür lieber mache, als das die ganze Sache zu, ganz komplett zu spielen. Mit allen Blümchen finden und wehe, ich habe noch nicht alle. Wenn nicht, dann werde ich Level nicht beenden. Nein, vergesst es. Ich mache das nicht. Ich habe Respekt vor den Leuten, die sich da durchquälen. Aber nö. Ich nehme das, was ich sehe, nicht mit. Meistens, außer es ist umständlich ranzukommen. Dann, ja, ich bin auf ihn draufgesprungen. So, und erste Level schon längst vorbei. Futschigato. Yabadibadu, goal! Und wir sind bei unserem schwulen Yoshi. Ich habe ihm den Namen Matthias gegeben. Warum eigentlich nicht? Es ist bestimmt so ein ganz zuckiges, modebewusstes Yoshi. So ein. Oh, ich muss mich strecken, ich bin müde. So ein ganz modebewusstes, kleines, süßes, meine Maus ist im Bild. Tuckiges Yoshi, das nur Abseitsstiefel anzieht und sich täglich nach dem Abenteuer die Haare kämmt. Warum eigentlich nicht? Wäre doch mal was. Ich hasse dieses Level, ich hasse die zweite Level. Das zweite Level. Auf dem Grund, weil ich hier einfach nur noch meistens durchrenne. Außer mein Yoshi entfleucht. Ach Gott. Ist ja furchtbar. Kriegt man ja Angst durch hier. Das ist der mittige Ring. Ich
von dem mittigen Ring. Ja, das war ja eine Flickwerkschlade. Das musste ja irgendwie so kommen. Bong, bong, bong. Und ab nach oben. Ach ja. Und ab in unsere Tunnelsysteme. Wie gesagt, ich habe das schon mal versucht aufzunehmen. Da hat aber mein Emulator ein bisschen gemuckt und Flaps nicht so ganz kooperieren wollen. Was im Endeffekt auch nicht so jetzt wild ist, denn bin ich so weit, habe nicht so weit gespielt, weil ich eigentlich nicht so Lust hatte hier auf Vorratsaufnahmen für ein halbes Jahr. Deswegen habe ich nur, glaube ich, 4, 5, 6 Folgen gemacht. Also nur knapp Stunde. Aber die wurden halt leider nicht aufgenommen. Diese ganzen aua-epischen Momente wurden nicht mit aufgezeichnet. Deprimierend. Passiert. Kommt vor. Kann ich mit leben? Ich bin ganz gechillt. Ausnahmsweise mal. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum ich da ganz so gechillt reagiere. Aber umso gechillter, umso besser. Nein. Dich brauche ich noch. Das habe ich jetzt erfahren. Also, das One-Up-Ding kann ich sehr gut gebrauchen. Ich noch mehr solche Fressviecher oder so. Ja, Level 2 ist auch bestanden. Und das sind fast 7 Minuten. Wunderschön, wunderschön. Zwar nur eine Blume und es liegen auch nicht so viele Punkte. Aber egal, wir machen einfach weiter. Meine Maus ist schon wieder im Bild. Ich ziehe mal den Kabel aus Versehen. Ich lehne mich hier total zurück. Denn mit Gamepad spielen ist einfach Maus. Ich mach dich echt, ich hau dich. Und Gamepad spielen ist einfach sehr entspannt. Jetzt. Bleib doch mal auf dem Bild. Warum tust du es denn einfach nicht? Danke. Es tut mir einfach leid. Also, es sieht einfach unschön aus, aber ich habe das jetzt auch nicht bei Fabs umgestellt, weil ich jetzt einfach keine Lust hatte. Ja, Schieber zum Kellerkind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse diesen Level genauso. Es gibt Level, die ich liebe. Zum Beispiel manche Schlösserchen. Und ich spiele das Spiel auch komplett blind. Ich habe auch noch nie so unbedingt richtig... Also mit Yoshi hatte ich noch nie eine Affäre. Dass ich mal so gesagt habe, oh ja, mir ist gerade so nach Yoshi. Ach, kleine Monsterpollen, Killerpollen, dabei bin ich gar kein Heuschnupfler. Aber nein, sie erwischen einen natürlich trotzdem, weil es Killerpollen sind. Ach, genau, da, ich sag's doch. Killerpollen. Die tun einem einfach weh, ob man will oder nicht. Außer man springt drauf, dann quietschen sie. Und bam, kabum, und Schlüssel. Jetzt bitte wieder zurück auf diesen Wahnsinn. Ja, es ist doch in Ordnung. Ich will doch hier runter, mein Gott. Ab in die verschlossene Tür, denn ja, auch dieses One-Up hole ich mir. Ich weiß jetzt, was dahinter birgt. Und zwar Ballon werfen. Man muss gegen dieses kleine dumme Ding da den Ballon werfen und ich verwechsel mal B und A. Naja, sowas kommt vor. Aber es... So an sich hat es bisher immer geklappt. Auch wenn ich nicht so unbedingt die schnellste war. Wieso leckt das jetzt? Es hat nur ganz kurz geleckt. Was auch immer das war. Mann! Kann bitte bei dem der Ballon platzen? Ungefähr jetzt. Danke.
Juhu, Yoshi hat ein One-Up und wir machen einfach weiter. Yoshi hat ein weiteres Leben. Hier war doch irgendwo so ein. Komm, fahr dich mit dem Ding. Verdammt, wo war das? Ich hab's vergessen. Das sind nur Sterne, glaube ich. Ja, sag ich doch. Sternchen! Ganz viele feine, bunte Sternchen. Upp. So, Gefahr behoben. Kleine Killerpollen. Die eigentlich ja nur tierisch nerven. Frag mich nicht wieso, sie tun es einfach, weil es kleine Killerpollen sind. Das ist bestimmt so in der Natur. Ja. Dich habe ich doch schon auch schon gefressen, also sei doch ruhig. Weiter. Weiter. Yay. Und hier weg. Lasst uns einfach aus diesem Keller flüchten. Wir machen jetzt keinen mehr auf Kellerkick. Wir sind wieder ein normales Urwald-Yoshi, so Dschungeltarzan-mäßig. Und ich gucke auf die Uhr. Wir haben noch Zeit. Du, 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 du. So, das war's. Also manchmal frage ich mich, wo mein Verstand ist. Ich meine, ihr wisst, was ich meine, oder? Jeder, der das Video sieht, weiß, was ich meine. Ich meine, ja, die nächste falle ich natürlich auch rein. Als wäre es das Natürlichste von der Welt. Ja, und noch einmal. Okay, ist in Ordnung. Ich will hier weg. Kurz vorm Levelende und ich habe total verpiept. Das macht nichts. Wir sind im vierten Level, das erste Schloss. Erstes Schloss heißt immer. Oh je. Das ist für mich immer gar nicht gut, denn ich mag diese Schlösser nicht. Also ich mag sie, aber ich kann sie nicht. Ich habe gerade mein Lippenbett ausgeschaltet. Upsa. So, machen wir einfach weiter. Bitte. Kleines, hübsches, süßes, gelbes Yoshi. In einem großen, großen, großen. Ah, Moment. Ah ja, ja. Ah ja. Ah, ah. Danke. Ich hatte jetzt schon Angst, ich wusste jetzt schon gar nicht mehr. Upsala. Nee, 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 ohne mich, mein Freund. So, erst noch genug Eier gesammelt fürs Erste. Hier schnell durchgewuscht, gewuschelt. Und weiter geht's. Und ab nach unten. Ah! Gott. Dieses Schloss mag mich nicht. Ich habe das Gefühl, es will mich töten. Oder zumindest Yoshi. Ha, aber es wird es nicht schaffen. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe es wirklich. Denn wenn doch, das wäre ein bisschen tragisch. Dann hätten wir keinen. Hätte ich keinen Videospielhelden mehr. Das würde mich sehr traurig machen. Hopp. Hopp. Ja, ich weiß doch. Ist doch in Ordnung. Ich möchte das Ei da haben. Danke. Das war ein grünes Ei, aber. Hui! Yoshi kann fliegen. So, jetzt wird's auch nochmal lustig. Ja. Oder so. So geht natürlich auch. Ich mache weiter in der nächsten Folge.